595 Kubikmeter Holz. So viel lag auf dem Holzlagerplatz Mecklenburg-Vorpommerns in der Nossentiner Heide. Auf einer Strecke von 1 Kilometer wurden die besten Baumstämme des Landes präsentiert und verkauft. Am 27. Januar fand in Malchin die Wertholz-Submission statt. Interessierte reichten schriftlich ihre Gebote ein und erfuhren erst später, wie viel die Konkurrenz geboten hat. Seit 2020 wird der Termin als Submission und nicht als Versteigerung durchgeführt. Der 26-jährige Hannes Weidermann arbeitet seit 3 Jahren beim Landesforst MV und ist verantwortlich für die Anlieferung und Präsentation des Holzes auf dem Platz. Also das Besondere an diesem Platz ist, hier liegen wirklich die wertvollsten Laubhölzer aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Es ist halt schwierig, wenn man eine einzelne dicke Eiche irgendwo im Bestand stehen hat, die an Mann zu bringen und zu verkaufen. Hier werden gebündelt wirklich aus dem ganzen Land die wertvollsten Stämme angeliefert, präsentiert, dass wirklich verschiedene Käufer aus ganz Deutschland, teilweise auch aus dem europäischen Ausland, dass sie hier eine große Auswahl haben und sich dann orientieren können, welchen Stamm bebiete ich, welchen nicht. Seit 1992 führt die Landesforstverwaltung den Verkauf durch. Die bietenden Unternehmen sind bereits Stammkunden und kommen zum Beispiel aus Deutschland, Polen, Dänemark und Österreich. Sie nehmen weite Wege auf sich, um für ihre Produktion das beste Holz zu bekommen. Sie achten auf alle Kleinigkeiten und mögliche Schäden. Dieses Jahr hatten sie die Wahl aus 10 Baumarten. Dazu gehörte die Eiche, der Ahorn oder die Erle. Ja, also besonders beliebt, kennt man vielleicht auch im Volksmund, ist gerade die Eiche. Dieses Jahr liegen hier auf diesem Platz fast 600 Festmeter. 80% davon ist die Baumart Eiche, weil sie, wie gesagt, sehr beliebt bei Käufern ist. Anbieten können nicht nur die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch private und kommunale Waldbesitzer, wie beispielsweise Stadtforsten oder auch Kirchenforst oder ähnliche Sachen. Oder auch private Waldeigentümer, die können hier gerne ihr Holz hinliefern in Zusammenarbeit mit uns und das dann möglichst wertschöpfend verkaufen. Von den rund 600 Kubikmetern Holz stammen 123 aus Privat- und Kommunalforsten. Unter ihnen befinden sich die Universität Greifswald und die Stadt Rostock. Kaufen kann die angebotenen Baumstämme theoretisch jeder, doch die Preise des Naturproduktes liegen nicht selten im 4-stelligen Bereich. Also theoretisch könnte man auch als Privater sich hier einen Stamm kaufen. Wenn man nachher die erzielten Preise sich mal anguckt, weiß man, dass hier diese dicken Stämme nicht für ein paar Euro weggehen, sondern hier wirklich Geld in die Hand genommen wird. Hier sind Unternehmen aus der Möbelindustrie, aus der Furnierindustrie, die wirklich teilweise mehrere tausend Euro für einige Stämme ausgeben. Den Hauptanteil des Umsatzes erhalten die Anbieter selbst. Sie müssen lediglich eine kleine Gebühr für den Lagerplatz zahlen. In diesem Jahr wurden die Stämme für insgesamt rund 530.000 Euro versteigert. Den Spitzenwert erzielte eine Stieleiche aus dem Forstamt Schlemin mit 2.407 Euro pro Kubikmeter. Gebote von 23 Anbietern waren eingegangen. Bis auf einen Stamm konnte alles verkauft werden. Seit Ende November 2021 liegt das Holz auf dem Wertholzplatz und darf nun von den Käufern abgeholt werden.